Ich sehe kein Päckchen mehr. Es tut so weh, die Nase. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich drehe heute endlich mal wieder ein Tauschpaket. Ich habe nämlich zusammen mit dem David vom Kanal Booktown ein Tauschpaket für Weihnachten oder vor Weihnachten gemacht. Das war so schwer, mal für einen Typ einzukaufen. Leute, ihr müsst eigentlich sein Video sofort angucken, also nach meinem, weil es ist so witzig, ihr glaubt nicht, was ich ihm gekauft habe. Wir haben nämlich uns als eine Aufgabe gestellt, dass wir etwas kaufen, was der andere direkt anziehen muss. Aber ich war schlau und habe natürlich keine Klamotte oder so ein Haarreif oder so ausgewählt, sondern eine bunte Haarfarbe. Das heißt, er muss sich erstmal schön die Haare färben. Ich hoffe, er hat Spaß dran. Also schaut bitte auf jeden Fall auch sein Video. Ich verlinke es am Ende. Und jetzt gucke ich mal, was er mir gekauft hat. Es ist natürlich ein Riesenpaket. Und ich werde das jetzt gleich aufreißen. Okay, von innen sieht es so aus. Es riecht wahnsinnig, oh geil, es riecht wahnsinnig nach Zimt. Oh, der hat voll die Tees hier reingemacht. Strawberry Cheesecake, das ist ja mein Lieblingstee. Und Apfelstrudeltee und Caramel Apple Pie. Oh, liebe Sarah. Erst einmal finde ich es echt mega cool, dass wir dieses Tauschpaket machen. Ich weiß noch damals, als wir es das erste Mal gesehen haben und du gesagt hast, ich sehe aus wie Adam Lambert. Das stimmt. Das habe ich wirklich gesagt, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber er sieht auch wirklich so ein bisschen aus wie Adam Lambert. Genug geredet, starten wir das Auspacken. Ich hoffe sehr, dir gefallen die Sachen. Erstens, das war, jetzt müssen wir mal gucken, etwas Gelbes mit K, sehr schwer, hierbei nicht zum Kleber zu greifen. Und das Witzige war, auch bei ihm habe ich erst an Kleber gedacht, habe aber dann doch was anderes gekauft. Ich wollte jetzt auch kein Kondom oder so kaufen mit K, also, aber es war schwer. Da bin ich echt lange durch, ich bin beim DM und da bin ich echt lange rumgelaufen. So, Nummer 1. Es fühlt sich schon mal an wie ein Shampoo oder ein Duschgel. Ah, geil. Oh. So, es ist ein Shampoo und zwar für blondes Haar, passt. Von Garnier, wahre Schätze, und es ist Kamille, also was Gelbes mit K. Es hat also geklappt, cool. Mm, das riecht ja mega lecker. Das werde ich auf jeden Fall nutzen, vielen Dank. Wir haben uns natürlich auch ein Preislimit gesetzt, und zwar, ich glaube, es waren 25 Euro. Zweitens, etwas, das man im Video tragen muss. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt hoffe ich, dass er mir keine Haarfarbe gekauft hat. Ah, oh mein Gott. Nein! Ich wusste es, ich wusste es einfach. Ich habe noch gesagt, ich habe ihm keinen Haarreif gekauft und er kauft mir einfach mal einen Haarreif. Nein, mit einer roten Nase. Oh Mann, jetzt habe ich mir extra meinen neuen Pulli angezogen. Und jetzt sehe ich so bescheuert aus. Man sieht es gar nicht. David, du musst die Kamera neu einstellen. Also die Nase ist ja richtig bescheuert. Oh nein, sowas Bescheuertes. Geil. Ich bin dafür, sowas zu haben. Oh nein, die blinkt auch noch, David. Das tut dir total weh. Das ist richtig unbequem. David, du musst, glaube ich, die Kamera ein bisschen anders einstellen. Geht es schnell? Falls ihr euch wundert, warum ich hier David sage und der David auch David heißt, die haben zufällig den gleichen Namen. Der David hier ist mein Freund. Achso, ich habe gar nicht gelesen, was er vorhin geschrieben hatte. Hehehe, Sarah the Reindeer. Ach Mann. Drittens, war früher manchmal auch heute mein Leben. So. Nein! Wie witzig! Tinti Zauberbart. Geil, sowas liebe ich ja. Ein rosa Zauberbart, Tinti. Ich glaube, das färbt dann auch das Badewasser. Ah ja, färbt sprudelnd das Wasser. Oh, es tut so weh, die Nase. Kann ich die auch mal kurz hier sein machen, über die Nase? Weil es tut echt da unten so weh. So, viertens. Etwas, das zu Hause liegt. Da schreibt er vielleicht was für den nächsten Schleim. Ich liebe die Dinger. Für den nächsten Schleim. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Geil! Und zwar Streudekor. Also so Zuckerperlen. Oh, ich zeig's dir. So Zuckerperlen zum Backen. Und das Coole ist, am Wochenende kommen meine Freundinnen, weil wir Plätzchen backen. Und da werde ich das auf jeden Fall benutzen. Danke! Fünftens, etwas, das eklig klingt. Oh, da habe ich bei ihm auch was geholt, was er gleich trinken oder essen muss. Und ich kriege... Soll ja super sein, aber bleibt trotzdem weird. Also komisch. Aua, meine Nase, es tut so wahnsinnig weh. Oh, und hier mache ich aus wie Hitler. Ach komm, das gibt's. Es ist nochmal ein Shampoo, allerdings
Bier-Shampoo. Das finde ich jetzt irre. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich rieche mal dran. Ich rieche nichts mit der Nase. Riecht ein bisschen nach Bier, aber jetzt nicht so komisch, sondern eher so malzig. Man kann nie genug Shampoo haben. So, oh, es tut so weh. Ich muss kurz eine Pause mit dem Ding machen. Ich klebe es mir kurz hier unten hin. Sechstens etwas Weihnachtliches. Ah, hier sechstens etwas Weihnachtliches. Eine Wintermaske von Schäbens. Das ist cool, weil zurzeit benutze ich mega gerne Masken, weil ich so trockene Haut im Winter habe. Das freut mich. Vielen Dank. Siebtens etwas zum Naschen. Yes, und die erst recht. Also die liebt er erst recht. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, weil ich nasche auch so gerne. Ach, geil. Bio-Knusperpralinen, Vollmilch und Spekulatius. Da war der David wohl auch im DM. Cool. Die werde ich auf jeden Fall... Ach komm, ich probiere gleich eins. Mmh. Oh, geil. Achtens, etwas, was du selbst benutzt. Da hat er geschrieben, super praktisch für unterwegs. Für mich ein Must-Have. Habe ich es jetzt schon kaputt gemacht? Ach, witzig. Ein reinigendes Handgel, also sozusagen für unterwegs. Das kann man irgendwie so hinhängen. Ist es einfach mit Himbeerduft ein Desinfizierzeug. Oh, das riecht aber lecker. So richtig nach Himbeer. Cool. Erholung für die Haare. Ich sehe kein Päckchen mehr. Wow. Geil. Das habe ich nicht. Also sowas in der Art habe ich auch gar nicht. Das ist ja mega cool. Und zwar ist das eine Maske von Garnier Fructis. Für feines Haar habe ich. Perfekt. Und witzigerweise wollte ich mir kürzlich eine Maske holen und wusste nicht welche. Dann werde ich jetzt erstmal die benutzen. Geil. So, jetzt kommen wir schon zum letzten. Ich liebe einfach Froschpakete. Etwas, das du mit dem anderen verbindest. Da hat er geschrieben, ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Geil. Ein Bilou. Ah. Komm raus. Mega cool. Und mein Liebling ist ja Fizzy Berry und was war es noch? Plummy Kisses? Und mein Fizzy Berry ist fast leer, jetzt habe ich ein neues. Ach, das finde ich richtig cool. Vielen Dank. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, es war sehr witzig. Und falls euch mein Kanal gefällt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen. Vielen Dank für die tollen Sachen, David. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, dass dir auch meine Sachen gefallen. Für alle anderen verlinke ich mal Davids Video jetzt in der Endcard und auch unter dem Video. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Wenn euch sein Kanal gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch direkt abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich freue mich selber einen Daumen hoch. Bis bald. Tschüss.